Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge Factorio Wobdorio 2 mit mir, eure Belyria und Opa Zockt. Mahlzeit. So, einmal Rakete hier starten. Wir brauchen jetzt nochmal. Ach da. Ach, was? Oh, Rakete. 5000. Was kostet die? 5000 Flaschen von allem. Was genau? Ja, alle Flaschen 5000. Boah, komm, die Atombombe, die haben wir doch schnell raus. Die Warp Nuke, die wird spaßiger. Guck mal, die braucht 1000, okay. Wieso ist die Warp Nuke billiger als die Atombombe? Obwohl, wir haben ja von allen Flaschen 4000. Ah nee, wir haben nicht genug Dingsflaschen. Die Militär, nicht wahr? Es sind die Militärpülekes wieder. Was brauchen die? Die brauchen Granaten. Dann fülle ich mal jetzt mal wieder Granatus nach. Ja, Granaten brauchen wir nochmal eine ganze Ecke. Ups. Warum sind eigentlich hier hinten noch blaue Maschinen? Wie, wir hatten noch blaue Maschinen? Wo kommen die denn her? Und wenn wir ein paar Beacons hier reinschmeißen, dann ist das ein bisschen schöner herstellen. Boah, wir brauchen noch ungefähr, obwohl, die könnten tatsächlich doch reichen. Ah, besser zu viel als zu wenig. Hauptsache die Energie reicht aus. Weil, liebe Zuschauer, könnt euch ja erinnern, wir haben in der letzten Folge das Atomkraftwerk ausgebaut. Ich habe nur, was natürlich nicht mehr passte hier, die letzten 3-4 Dampfturbinen hingesetzt. Mehr habe ich nicht getan. Aber ihr könnt sehen, also, alle arbeiten sie. Also ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das reicht sogar. Viel Forschung reicht? Wir brauchen jetzt noch so ungefähr 2000 bei der und 1000 bei der. Wir haben jetzt hier noch 2000 drin, also ich glaube, das reicht. Okay. Zahnräder für mich. Ihr ahnt es vielleicht schon, liebe Zuschauer, wir nähern uns sehr scharf dem Ende dieses Projektes. Nur wann, das werden wir euch noch sagen. So, brauchen wir noch weiße Flaschen hier. Was hat die hier für eine... Sachen vor. Oh, das war das Falsche. Mann, wie schnell sie die Kohle wegfressen, die Maschinen. Upp. Danke, das solltest du eigentlich nicht, die dumme Funktion. Haben wir irgendwo Sprengstoff? Die Frage hatte ich dir in der letzten oder vorletzten Folge gestellt. Ich weiß. Die Antwort lautet nein. So. Guck mal, wie schnell Warp-Nuke durchgeht. Ja gut, das ist ja nur... Keine Forschung. So, Angranatos und Warp Nuke beendet. Ja. Ich würde sagen, wir haben so ziemlich alle interessanten Forschungen durch. Was ist die Toolbar, die Warptorio Toolbar? Aber 2000 Flaschen? Naja. Das ist halt nur. Inventarerweiterung. Ja. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Nein, schon dank des RPG-Systems brauchen wir das nicht.
Weiß doch gar nicht, was ich hier vornehmen soll. Ja, pff, egal. So, da kommen noch ein paar braune Militärflaschen. Ja, was soll ich sagen? Es gibt nichts mehr zu tun. So. Gesprengter Stoff, Kohle, Schwefel, Wasser, Chemiefabrik. Kohle läuft noch, glaube ich, noch ganz gut. Ich guck mal nach, was das Kohlebergwerk macht. Oh, oh. Ziemlich gut aus. Also Kohle wird noch gut rangeschäffelt. Da haben wir hier irgendwo Wasser? Da ist Wasser. Chemiefabrik. Alles gut und safe. Naja. Die Aliens mal eben direkt an unseren Außenposten vorbeilaufen. Hauptsache, sie kommt zur Base hoch. Oh, meine Verteidigungsmauer. Die schnetzelt alles weg. Ist Kohle anforderbar? Nein, aber kann ich anforderbar machen, wenn du willst. Mach mal. Okay. Kohle ist anforderbar. Ja? Also zumindest kommt hier Kohle. Ja, dann ist das wahrscheinlich nur irgendwelche Reste. Ja, die Reste reichen. Ja? Ja, gut. Wenn sie reichen, ist gut. Was hast du hier gemacht? Die Verteidigungsanlage ist offline. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast die Stromversorgung gekappt. Wo? Ja. Oh, dann fehlt jetzt, dann ist das hier der hier. Ja, kein Problem, habe sofort gelöst. Ach, hast du schon. Ja, ich werde trotzdem noch eine weitere Verbindung setzen. So, das heißt, wir brauchen Warponium Fuel und wir brauchen Warponium Fuel Cells. Haben wir das Zeug nicht sowieso schon? Nee. So, eine Warponium Fuel Cell sind 5 Uhr. Ach, das ist ja. Billig. Huch. So, ohne Fuel Cell. Uranbrennstoffzellen. Ah, der verbraucht also 5 normale Uranzellen und macht daraus eine Warponium, okay? Ja. Theoretisch ein Verlustgeschäft, weil eine Uranzelle hat 8 Gigajoule, eine Warponium dann um 24. Ja. So, dann brauchen wir noch Kernbrennstoff. Kernbrennstoff? Nee, doch, nee, die Brennstoffzellen. Noch eine Zentrifuge? Die Zentrifuge, muss ich mal nachsehen. Geh mal zur Seite. Nein, hab keine. Auch mal irgendwo abgeruppt, wa? Jo. Jo. Aha. Raketentreibstoff. Brauchst du, glaube ich, nur eine Kiste hinzusetzen. Ist auch im Logistikbereich. Wäre schön, wenn man die
Die Kisten, die Transportkisten, wenn man die irgendwie zu solchen logistischen Kisten wandeln könnte. So, das brauchen wir. Hast du noch zufälligerweise Geschwindigkeitsmodule einstecken, dass das Ding ein bisschen beschleunigen kann? Nö, alles gut. Ich meine, ich habe auch noch so eine Vaporeon Fuel Cell. Tatsache, wo kommt die denn her? Anlage kopiert. Ne, ich verstehe. Kernbrennstoff und Vaporeon Fuel Cell. Hast du auf 1 eingestellt oder hast du kopiert von der Fabrik aus? Ich hab's kopiert von der Fabrik aus. Ich will die Anforderung ein bisschen höher setzen. Ach, hast du schon. So. So, Kernbrennstoff. Da kommt noch nichts. Wieso machen die Drohnen nichts? Vaporeon Fuel Cell? Oh. Kann es sein, dass du was falsch gemacht hast? Guck mal, was ist hier falsch, Opa? Du hast Export in eine Anforderungskiste geschmissen. Oh. So, das ganze Zeug transportieren wir dann hier runter. Wo ist denn die Vaporeon-Fuelzelle? Weiß ich nicht. Ah, die Atombomben. Und die Warp-Nuke. Alter, hast du das schon aufgezimmert. Was fehlt jetzt nur noch? So ein Vaporeon-Fuel. Für die Warp-Nuke, ne? Ja, sehe ich gerade. So. Da kommt die Warp-Nuke. Die erste Warp-Nuke. 300% Reichweite, 33,33 Modifikationen für Feuerrate und... Ja, das ist Schaden, der kann sich sehen lassen. Was für ein Schaden hat... 4 plus 7 war 20 und die Warp-Nuke macht... 4 plus 7 gleich? Die Warp-Nuke macht genauso viel Schaden wie die normale Atombombe? 35 Effektbereich? Dann ist also der Radius größer. 300%? Ne, 35, 35. 300% mehr Reichweite. Komm mit. Das ist alles? Nur die Reichweite? Ja. Wo gehen wir denn mal testen? Mal gucken. Testen wir mal. Testen wir mal hier. Das war alles? Das war alles. Hä? Kein Grafikpack? War das wirklich so langweilig? Ja. Oh, mich mal interessieren würde, okay. Das macht echt nichts. Nö. Macht gar nichts. Du wolltest mich damit erwischen, ne? Nö, nö. Das ist ja... sehr traurig und mager. Unspektakulär. Allerdings. Allerdings. Das ist wirklich äußerst unspektakulär. Die Atombombe sieht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sieht geil aus? Die Atombombe. Warte, gucke ich mir sofort mal mit an. Ja, komm mit.
Ja, ich komme. Wo bleibst du denn? So, hier. Achtung. Ja, das sah schon ein bisschen hübscher aus. Aber die Warp Nuke, das war ja echt ein trauriges Spektakel. Irgendwie schon. Toll. Und nu? Ich weiß nicht. Selbst der Explosionsradius ist überschaubar. Das ist genau das gleiche. Ja, 35, ist nix. Ist nix. Ach, du auch gerade? Da sind unsere Taschen. Das sind ja unsere Taschengeschütze effizienter. Ja, definitiv. Hä? Ich hab nichts abgekriegt. Ja, das ist lächerlich. Du hast auf mich geschossen, mein Schild hat's noch nicht mehr gejuckt. Das ist lächerlich einfach nur. Das ist Kinderspielzeug. Haben wir sonst noch irgendwas Lustiges hier? Das war gerade erstmal fürs Erste lustig. Du schießt Atomrakete auf mich und mein Schild juckt es nicht mal. Es sei denn, das Ding hat kein Friendly Fire. Durchaus denkbar, dass es kein Friendly Fire hat. Ja, trotzdem. Ey, das ist traurig. Sonst habe ich noch mehr Schilder reingehauen. aus Spaß an der Freude. Okay, warte mal, bleib da mal stehen. Ja, okay. Ich habe wie viele Schilde? Moment. Schildkapazität 2400. Okay, warte, wo bist du? Ja, ich stehe hier. Muss ich mal finden. Ach da, okay, Vorsicht. Oh! Okay. Toll, mit Atombombe geht es. Die Atombombe macht Schaden, aber die Vaponium-Atombombe macht gar nichts. Alter, wie bescheuert ist das? Okay, dann müssen wir, vielleicht war es gerade noch ein Bug. Dann müssen wir gleich mal die Atombombe testen. Die. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja total lächerlich. Wo bist du? Achso, scheiße, bist du ja langsam jetzt, ne? Ja, sieh. Naja, nicht so ganz so langsam. Ich habe ja keine Exoskelette. Das ist geskillt. Wo ist meine Leiche? Das finde ich auch ein bisschen dämlich. Man sieht seine Leiche nie. Gut. Alles wieder angezogen? Alles wieder angezogen. Schilde laden aber noch auf. Okay, dann warte ich ganz kurz. Okay. Die macht überhaupt nichts. Hier, bleib mal stehen. Hier, bitte sehr. Ja, das waren drei. Ach, aber brauchst du dafür einen Raketenwerfer? Ja, ja. Oh. Komisch, komisch. Sehr komisch. Also die Atombombe, die macht Friendly Fire Schaden, aber... Das ist schon echt merkwürdig, dass das Warp-Ding überhaupt nichts macht. Tja. Dann werden sie wahrscheinlich auch unsere Gebäude nicht beschädigen, ne? Stell dir mal irgendwo im Nirgendwo mal ein Gebäude auf und schieß mal so ein Ding drauf. Guck mal, was passiert. Was heißt nur irgendwo im Nirgendwo? Nö. Gar nichts? Guck mal. Okay. Komm her. Aha. Aha. Das ist wahrscheinlich, Alter, hab ich das vorher gedacht. Das ist aber es ist ja trotzdem... Das ist lächerlich. Das ist eventuell gar nicht mal so verkehrt, wenn du jetzt irgendwo Viecher hast und schießt du mitten in die Basis einfach rein.
schädigt es dich und deine Sachen nicht, aber dafür die Monster. Richtig. Auch wenn das trotz alledem unrealistisch ist. Weil, hast du schon mal irgendwo einen Atomkrieg gesehen, dass, weiß ich nicht, eines der Atomkräfte eine Atombombe abschießt, aber, keine Ahnung, sich selber macht das nichts aus. Siehst du, das habe ich daneben gestanden, also, ich war instant tot und die Gebäude sind auch zerstört. Ja. Vor allem die Gebäude sind zerstört, sind aber schon wieder aufgebaut, bevor du überhaupt wiederbelebt worden bist. Ja, normal. Oh Mann, ey. Das nennt man Cooldown. Also die normale Atomrakete, die ist böse. Die normale Atomrakete, die ist richtig böse. Oh, fängst du jetzt schon an? Nee, ich will nur mal ganz kurz was testen. Du hast ja genug Maschinen, wie man sieht. Die Viecher zerlegen mal irgendwann unsere Anlage, weil ohne Strom. Ja, Strom kommt gleich wieder. Hoffentlich. Eventuell. Ja. Ja, guck mal. Fupp, alles ist aufgebaut. Was soll denn der Quatsch hier mit den Waffen hier? Lächerlich. Ey! Oh Mann, ey. Das ist absolut lächerlich. Oh. Alter, dauernd macht er mir diesen Müll da rein. Tja. Meine Tasche ist voll. Was? Meine Tasche ist voll. Du kannst mir nicht noch mehr Sachen reinstecken. Ja, meine Tasche ist schön aufgeräumt und leer. Oh, das ist schön. Oh. Yes! Du bist jetzt meine Leiche da. Interessant. Jo, es war durchaus interessant. Yay! Mann, immer speichert er dann, wenn er nicht speichern soll. Oh, ich glaube, der hat hier keine Power mehr. Oh. Das ist aber schade. Opas Bumszeug hat keinen Bums mehr. Ja. Und nun, was machen wir jetzt? Ja, mir fällt da spontan nur eine Sache zu ein, Opa. Ich höre. Wir verabschieden uns von den Zuschauern dass die viel, und hoffen, dass sie genauso viel Spaß mit dem Bob-Torio-Projekt hatten. Und verabschieden uns in diesem Projekt. Weg damit! Schnell weg! Runter von Plattform oder was? Ja. Gleich verschwindet die Plattform und wir haben ein schwarzes Loch. Ja, stimmt. Kann man da reinspringen eigentlich dann? Einspringen? In das schwarze Loch? Nee, es geht nicht. Habe ich schon ausprobiert. Achso, schade. Achtung, gleich hat die Wandfabrik keinen Strom mehr.
Und? Oh. Server antwortet nicht. Oh. Hier ist ein richtig schönes schwarzes Loch. Ja, was los da drüben? Hast du keinen Strom mehr oder was? Nö, kein Strom mehr. Alles außer Betrieb. Die ganze Anlage ist außer Betrieb. Och, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sieht es echt gut aus. Ja, du bist auf der Plattform, ich nicht. Ich bin hier geblieben. Das sieht hübsch aus, das schwarze Loch hier in der Mitte. Das sieht hübsch aus. Oh, warte mal, jetzt bin ich. Warte mal, ne? Ich brauch mal. Ey, ist echt das schwarze Nix. Ich war gerade zugespammt mit Zerstörungsschäden hier. Eins möchte ich jetzt mal ganz kurz mal testen. Ja. Ich brauche jetzt mal ganz kurz eine. Warp Homeworld Portal. Ja. Und gucken, ob ich zu dir springen kann. Nein, weil du. Ach, Homeworld. Warte so, mal, hätte ich. Homeworld Portal. Puff. Hallo. Ey, warte mal. Da gibt's doch noch dieses Warp Plattform Portal. Kommen wir nicht damit zurück zur Plattform? Jo. Das probiere ich mal aus. Dann wirklich dieses Bwip auf den Zeiger. Ja, das hast du aber auch. Guck dir das mal an, wie die alles zerlegen, die Biester. Das passiert also bei einem Blackout. Bei einem absoluten Blackout. Ja. So. Ich bin es leid, ich bin weg, tschüss. Ey! Was du denn da? Ja. Wieso geht das weiter? Wir sind noch gar nicht mehr zu Hause. Ja, ist ja egal, ist trotzdem unsere Basis. Wo sind wir eigentlich? Gut. Dann würde ich sagen, Ende der Warptorio-Staffel. Ganz genau. Das war's für dieses Projekt, liebe Zuschauer. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Zeit und Spaß wie wir. Wir sehen uns zu regulären, regulären Projekt Minecraft Revelation wieder oder zu anderen Projekten. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.